Hey Leute, ich bin heute bei der Elina und zwar werden wir heute was Japanisches zusammen kochen und weil es Winter ist, haben wir uns gedacht, wir kochen was, was man isst, wenn es kalt wird in Japan. Und zwar machen wir heute Nabe. Und zwar hat Elina ein sehr einfaches Rezept rausgesucht und zwar nennt sich das Milfiyu Nabe. Okay, wir sind jetzt in der Küche und wir schauen erstmal, was wir denn für das Rezept alles brauchen. Als erstes Chinakohl. Ganz einfach, kriegt man in jedem Supermarkt. Ja. Genauso wie Schwein. Ah, Schwein. Ja. Ganz dünn geschnitten. Ja. Und dann etwas, was man vielleicht nicht überall bekommt, ist einmal Dashi. Das ist mehr oder weniger Fischbrühe. Das gibt es aber eigentlich in fast jedem Asiamarkt. Habe ich auch schon gekauft hier in Deutschland. Und dann haben wir einmal, wie heißt das? Ponse. Ponse. Ja. Das ist mehr oder weniger Sojasauce mit einem kleinen Zitronengeschmack, beziehungsweise eigentlich Yuzu. Vielleicht guckt ihr auch mal, ob ihr sowas im Asiamarkt bekommt. Ansonsten würde ich sagen, einfach Sojasauce mit ein bisschen Zitronensaft mischen, sollte relativ ähnlich schmecken. Ganz genau. Genau. Ja. Und das ist eigentlich schon alles. Und natürlich ein Topf. Weil Nabe heißt auch eigentlich einfach nur Topf, oder? Ja. Topf. Ja. Und das ist ein Topf extra für Nabe, aber ihr könnt, glaube ich, auch einfach jeden anderen Topf benutzen. Genau. Als erstes schneiden wir jetzt den Kohl in Viertel und dann waschen wir den. Ja, so. Ah, das wusste ich auch noch nicht. Das ist einfach. Und nochmal. Genau. Jetzt wird der Kohl gewaschen und zwar jede Schicht. Genau, so. Wir müssen jede Schicht Fleisch, wie sagt man? Befüllen? Ja. Oder zwischen jede Schicht eine Schicht Fleisch sozusagen legen? Genau. Einfach so dazwischen legen. Und falls ihr euch fragt, woher dieser Name kommt, denn das Ganze wird ja auch in Katakana geschrieben, das ist nämlich eigentlich ein französisches Wort. Und Milfiyu oder wie auch immer man es ausspricht, ist eine Art Kuchen, bei dem immer eine Schicht Kuchen, eine Schicht Creme, eine Schicht Kuchen, eine Schicht Creme sozusagen gemacht wird. Gemacht wird, mein Deutsch ist auf Hochton heute. Und ja, bei dem Nabe ist es eben genauso. Man hat eine Schicht Kohl, eine Schicht Fleisch, eine Schicht Kohl, eine Schicht Fleisch. Und deswegen hat sich irgendjemand gedacht, dass das ein guter Name ist. So. Und wir müssen so 5 cm abschneiden. Ja, abschneiden. Oh. Geht es? Fleisch. Und dann kommt das einfach in den Topf. Genau. Und als nächstes, wir haben vom Dashi 8 Gramm ungefähr genommen. Ja. Und dann einfach oben drüber gestreut. So. Und als nächstes einfach Wasser dazu geben. Genau. Reicht noch ein? Ja. Wir haben uns jetzt einfach entschieden, so viel Wasser reinzumachen, dass der Topf ungefähr bis hierhin voll ist. Das muss man wahrscheinlich je nach Topf dann einschätzen. Stärke bis Mitte. Mittlere Stärke. Genau. Bis es kocht. Ja. Und danach? Danach 3 vielleicht. Ah, okay. Also ein bisschen runterdrehen. Ja. Okay. Ich würde sagen, man kann sagen, es kocht. Ja. Genau. Und jetzt stellen wir die Temperatur runter. Hier ist noch nicht alles fertig. Vielleicht. Ja. Wenn es möglich ist, sonst diese Sache wegmachen. Ah, okay. Okay? Mhm. Den Schaum? Oder? Es kommt aus Fleisch, denke ich. Okay. Das wusste ich auch nicht.
Genau, zuerst ein bisschen Ponz rein. Genau. Und essen. Dann essen. Ja. Auf jeden Fall sehr heiß, aber auf jeden Fall sehr lecker. Wie findest du Ponzu? Sehr interessant. Ich habe das noch nie probiert. Okay. Ja. Normalerweise isst man Shabu Shabu mit Ponzu. Gibt es Yuzu in Deutschland? Bevor ich in Japan war, habe ich noch nie von Yuzu gehört. Ich glaube nicht, dass es das in Deutschland gibt. Übrigens haben wir vorhin auch Zimtsterne gebacken und zwar haben wir das Ganze bei Elina auf dem Kanal gemacht. Also da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ich werde das Video auch unten in der Videobeschreibung verlinken und wahrscheinlich auch dann das Rezept von diesem Nabe. Und wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen weiter essen und damit sage ich guten Appetit, guten Appetit. Und tschüss. Tschüss.